Nein, ich möchte keine Bank überfallen. Aber trotzdem, Sturmhauben haben im Outdoor-Bereich schon ihre Berechtigung. Das sind die zwei Modelle, die für mich interessant sind. Und wenn du wissen willst, was das bedeutet und ob das auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich aus dem wunderbaren Buschkräfte Real auf Aldulapartie. Schön, dass du dabei bist. Ich habe im Endeffekt zwei Arten von Sturmhauben. Und Sturmhauben, ganz kurz, als Kind habe ich geglaubt, eine Sturmhaube, weil das die Bankräuber aufhaben, die ist zum Stürmen da. Und zwar nicht, wenn es stürmt draußen, sondern wenn man selber stürmt. Eigentlich gar nicht einmal so blöd, aber in Wahrheit ist das natürlich anders gemacht oder erdacht. Ich habe zwei Arten und zwar, ich glaube, die habe ich sogar schon einmal herzeigt vor vielen Jahren. Das ist ein richtiges dickes Fließdingsbums. Kann man das auch schön aufsetzen. Ja, die geht auch als Halstuch und ich glaube, die kann man sogar so aufsetzen als Haube. Ja, gut, das ist einmal die eine. Für welches Einsatzgebiet habe ich die? Wenn wir irgendwo länger stehen, wenn wir irgendwo sitzen, gut, die ist jetzt so in diesem Camouflage-mäßig und das gar nicht militärisch gedacht, sondern eben für die Jagd zum Beispiel. Alles eine gute Sache, ist extrem warm, winddicht ist es jetzt nicht, weil das ist ein Vlies im Endeffekt, das ist ein Vlies, ist jetzt nicht hundertprozentig winddicht, das muss man auch dazu sagen, aber wenn es so richtig beißend, grausig kalt ist, ist es eine gute Variante, kann ich empfehlen, aber in der Bewegung, also wenn man sich jetzt, schau dich einmal um da, schau mal her, jetzt geht gerade die Sonne unter hier und wenn du da die Berge rauf marschierst oder runter, rauf. Übrigens, da hat der Obi mein Freund, mein Personal Trainer, ich bin wirklich dran. Ja. Gibt da oben beim i den Link etwas über Wandern und so weiter, erzählt nämlich dahingehend, wie man da sein Fett los wird. Da gebe ich da oben beim i, schau dir das an, wenn dir das interessiert. Aber der Punkt ist ja ganz anderer. Schau mal her, du fängst ins Schwitzen an, besonders wenn du deine Sturmhaube da so oben nicht hast, sondern unten dranhängen hast, ja. Dann fängst du ins Schwitzen an, es wird unangenehm, es kratzt und beißt und das ist blöd. Also die ist für stationären Einsatz. Dann gibt es die hier, die haben wir in unterschiedlichen Größen für die gesamte Familie, nämlich wenn es stürmt. Das hier, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das nicht eine Kindergröße ist. Ja, ups, ich habe was gedacht vorher. Und zwar, one size fits all for kids. Die Kamera, du ein bisschen scharf schalten. Ich schaffe es in letzter Zeit nicht, die Kamera scharf zu kriegen. Ich bin wahrscheinlich nicht fähig. Aber da steht drauf, glaube ich, one size fits all für Kinder. Also, wenn ich mit den Kindern draußen war oder jetzt auch noch bin und es ist richtig stürmisch und so und man braucht einfach Schutz rundherum, weil auch der Wind vielleicht geht, dann ist das die Lösung. Weil mich auch sehr viele in der letzten Zeit zum Thema Bugout und Bugout-Bag und so weiter fragen und brauche ich da die Säge oder den Spaten oder die Armbrust? Du wirst was Warmes brauchen, wenn du unterwegs bist, wenn du von A nach B willst oder musst oder sollst. Und da gehören solche Dinge dazu. Also bevor ich meine Axt einpacke in mein Bugout-Bag, habe ich eine Sturmhaube mit. Also nur so zum drüber nachdenken. Übrigens, wenn dich Krisenvorbereitung interessiert und du kennst meine Oma-Liste noch nicht, gebe ich da unten den Link, schau dir das an. Da ist die Oma-Liste, da zeige ich da in einem Newsletter, ist das im Endeffekt, wo ich dir Schritt für Schritt unterschiedliche Sachen im Bereich der Krisenvorbereitung zeige. Schau dir das an, wenn es dich interessiert, wenn nicht, dann lass es bleiben. Gut, so. Und die ist extrem dünn, ja, und die ist eben für die Bewegung gedacht. Ja. Die hat jetzt nicht so viel Multifunktionalität. Ja, ich habe wirklich die vom Tobias erwischt. Ja. Okay, ja, ich gehe es zu. Aber die gibt es auch für Erwachsene, auf jeden Fall, das sind die Varianten. Meiner Meinung nach braucht man beides, wenn man im Winter draußen sein mag, auch dann, wenn es mal ein bisschen kälter ist und nicht schön, nämlich die für die Bewegung und die für stationär. Ich kann mich bei der hier, nicht genau die hier, aber dasselbe Modell, nur in komplett grün erinnern, wie wir im Winter Biwak draußen gelegen sind und ich mich genau daran erinnern kann, dass nur so die Nase rausgeschaut hat. So. Ja? Und trotz alledem, durch das Ein- und Ausatmen hier, ist da alles voll mit Eis gewesen. Aber es war trotzdem warm. Es war trotzdem warm. Sowas gehört meiner Meinung nach in jede Ausrüstung rein und auch ins Bugout-Bag. Osmos, jetzt bist du dran. Ich gebe da erstens den Link auf diese Produkte hier, die ich alle bei Amazon gekauft habe, ich gebe es zu. Kannst du auch machen, wenn du magst. Gib da auch den Link auf das wunderschöne Waldurlaub-Panorama hier.
wenn du mal ein bisschen Survival Training und Bushcraft Training machen willst und auch einmal an die Grenzen kommen willst, komm vorbei, es gibt ein eigenes Winter Bushcraft Camp, gebe da unten den Link, schau dir das ganz einfach an. Und natürlich, ja, auch auf die Oma-Liste und in meinen Shop, einfach so. Daumen nach oben oder nach unten? Was ist deine Meinung zu Sturm haben? Hast du auch das Missverständnis früher, als du noch ein bisschen kleiner warst, gesagt, Sturm, stürmen, Bankräuber und so, stürmen rein, brauchen Sturmhaube? Oder, ja, egal. Welche Modelle hast du? Magst du mir die verraten oder verwendest du dasselbe? Daumen nach oben oder nach unten? Also, wenn du magst, ein Abo da, da geht es direkt in meinen Shop zu irgendwas, ich weiß noch nicht, aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann und beste Grüße aus dem wunderschönen Waldurlaub. Ade.